Marian hier und willkommen zurück bei Kryptoschnack bei einer weiteren Ausgabe. Für diejenigen, die neu sind, willkommen bei Kryptoschnack und für die, die schon mal bei uns waren, willkommen zurück. Es ist schön, dass ihr alle da seid. Und dann wollen wir doch gleich mal loslegen mit den neuesten Kryptonachrichten. Und zwar Algorand zwar diesen Moment mit 4,2% im Minus, ist aber gestern massiv angestiegen. Wir können uns das jetzt hier gerade nochmal anschauen. Wenn wir auf den Ein-Monat-Chart gehen, sehen wir, dass am 16. Juli ein massiver Anstieg stattgefunden hat. Und der Grund dahinter liegt, dass Coinbase überraschenderweise Algorand aufgenommen hat in das die Möglichkeit, Algorand auf Coinbase zu kaufen. Und das ist natürlich immer ein Ritterschlag, wenn Coinbase bei aller Kritik, was man über Coinbase denken kann, wenn man aber ein Projekt wie Algorand hat und man wird ausgesucht und die Menschen auf Coinbase haben die Möglichkeit, Algorand jetzt zu kaufen, dann ist das natürlich wie ein Ritterschlag. Und deswegen ist der Preis um 30% angestiegen. Aber auch hier, das erinnert, wie gesagt, auch an die Zeiten von 2017 ein wenig. Ja, es sind positive Nachrichten dann immer, aber man darf immer nicht vergessen, wie man hier sieht, ja, der Preis geht hoch, ja, er hat eine Höhe erreicht und dann normalisiert es sich auch erstmal wieder und geht erstmal schon wieder ein wenig runter. Nichtsdestotrotz hat sich der Preis natürlich sehr gut entwickelt, aber man sollte immer aufpassen, wenn dann der Preis schon hier oben erstmal einen Höchststand erreicht hat, dass man nicht derjenige ist, der dann gerade dort in diesem Moment einkauft. Ja, also ganz wichtig. Aber wie gesagt, Algorand ist also Teil von Coinbase geworden, beziehungsweise man kann es jetzt auf Coinbase kaufen, um mich richtig zu korrigieren. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen. Inzwischen ein Market Cap von 260 Millionen und damit rangieren sie auf Platz 41. Und ja, da tut sich einiges. Wir schauen gerade mal in die derzeitige Situation am Samstagvormittag und wir sehen, dass sich nicht viel getan hat bei Bitcoin. Wir hatten gestern, haben wir mal knapp die 9.200 Dollar erreicht, aber sind wieder über die Nacht ein wenig zurückgegangen. Es wird spannend sein, was jetzt am Wochenende passiert, weil ja die Märkte in Amerika und sonst in der Welt nicht offen sind. Und die Wochenenden sind ja immer ein wenig etwas Ungewisses. Es können große Bewegungen passieren und wir warten ja alle auf eine große Bewegung für die einen in die eine Richtung nach unten, wenn sie darauf setzen und die anderen, wenn sie langfristig investieren, hoffen wir natürlich, dass es endlich weiter nach oben geht. Wenn wir uns dann einmal hier die kleineren Coins anschauen, dann sehen wir, dass es auch heute wieder aber andere Namen gibt, die derzeit ansteigen. Der ABBC-Coin mit 32%, die Digitex Futures mit 27%, Swipe mit 18%, Cyber Network mit 16% und dann natürlich der ja nun sehr bekannte Dogecoin, aber auch hier beim Dogecoin zeige ich euch auch noch mal was. Es ist ja so gewesen, dass wir am 6. Juli es ja diesen Aufruf über TikTok gab, Dogecoins zu kaufen und es wurde ja auch sehr davor gewarnt, dass man eben halt nicht genauso wie jetzt bei dem Algorand-Coin, dass man eben halt nicht jetzt hier oben kauft. Und das ist ja hier in diesem Fall, hat das ja auch gar keinen Grund dahinter gehabt, wie bei Algorand, dass eben halt Algorand von Coinbase ausgesucht wurde, dass es hinzugefügt wird zum Portfolio, dass die Menschen es kaufen können. Das ist ja auch ein Grund. Da kann man noch sagen, ja, es hat einen Grund, warum der Wert steigt, weil eben halt dieser Coin viel mehr Menschen sehen können, dass viel mehr Menschen auf diesen Coin zugreifen können, dadurch, dass er auf Coinbase gelistet ist. Aber bei dem Dogecoin war es ja einfach nur reine Spekulation. Und auch wenn dieser Coin heute mal wieder 14% oben ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind so Dinge, da kann man sehr viel Geld verlieren. Er war eben halt auch schon hier oben.
Und bei einer Marktkapitalisierung von 560 Millionen. Und wir liegen eben halt jetzt auch schon wieder bei 430. Dementsprechend ganz wichtig, es ist risikoreich. Wenn man dieses Risiko eingehen möchte, dann ist es eure Entscheidung natürlich. Ich würde mich von solchen Sachen immer fernhalten. Und auch beim Dogecoin jetzt mal als Beispiel, es ist eben halt so, dass der Dogecoin keine maximale Anzahl von Coins hat, so wie Bitcoin, sondern dass es ja unbegrenzt gemeint werden kann. Und das heißt, es widerspricht eigentlich, wenn man an Bitcoin glaubt, an das gedeckelte die gedeckelte Menge, die da ist, und dass der Preis steigen wird, umso mehr Nachfrage da ist, weil es eben halt nur eine gewisse Anzahl von Bitcoins gibt. Dieses Konzept ist ja das Konzept, warum viele Menschen sich überhaupt für Bitcoin interessieren, weil sie ja sagen, dass in der Welt so viel Geld gedruckt wird, dass eben halt der Wert des Geldes also dass der Wert sinkt. Und wenn man jetzt den Dogecoin nimmt, ich würde nie langfristig in etwas wie einen Dogecoin investieren, wenn dann diese Circulating Supply gar nicht maximiert ist. Wenn eben halt das nicht der Fall ist, dann ist es im Prinzip so, wie wenn der Euro oder Dollar gedruckt wird. Es kommt am Ende des Tages genau auf das Gleiche raus. Das wollte ich euch auch einfach nochmal mit auf den Weg geben. Dann hatten wir ja vor 2 Tagen ein bisschen das Thema Chainlink angesprochen. Und Chainlink ist nun jetzt wirklich in den Nachrichten gewesen. Sehr, sehr, sehr viel. Ja. Und seit dem 6. Juli ist natürlich nicht hinwegzureden davon, dass wir fast eine Verdopplung gesehen haben. Für diejenigen, die schon früher dabei waren, klar, wenn man jetzt auf den 3-Monats-Charts geht, hat es sicherlich auch sogar Punkte gegeben, wo man noch viel billiger eingekauft hat als für die 4 Dollar. Aber man sieht, es ist halt sehr, sehr risikoreich zu investieren, wenn in allen Nachrichten darüber geredet wird, ob sich der Preis nochmal verdoppelt und nochmal verdoppelt. Weil ja, das Projekt kann unfassbar gut sein, aber es erinnert auch hier ein wenig an 2017 und ich empfehle wirklich, sich stark zu überlegen, ob man das machen möchte, ob man eine Stop-Loss reinmacht, weil es ist eben halt schon so, jetzt sind schon wieder 5%, ist es circa 5% wieder runtergegangen. Ja, für diejenigen, die ganz am Anfang dabei waren, sind sie natürlich noch immer satt im Plus und das gönne ich jedem, der diese Möglichkeit ergriffen hat und da beglückwünsche ich auch jeden. Aber hier auch nochmal bitte drauf achten, 7,93 $. Wir waren, wie gesagt, auch zwischendurch schon mal bei 8,40 und dann sieht man, wie hier ein massiver Abverkauf heute Morgen um 3 Uhr stattgefunden hat. Und das ist eben halt auch der Punkt. Solche Dinge passieren für uns Deutsche, Europäer eben halt auch oft in der Nacht. Und schwupps ist der Preis wieder unter 8 Dollar und man hat entsprechend vielleicht einen gewaltigen Verlust gemacht. Und dementsprechend immer bitte aufpassen. Vor allem, wenn alle Leute drüber reden, ist es meistens auch schon zu spät, weil dann diejenigen, die ganz früh investiert haben, die Gewinne mitnehmen. Ja, also hier einfach aufpassen. Das ist so wie Bitcoin bei 20.000 und alle haben sie damals darüber geredet, dass Bitcoin noch auf 100.000 gehen wird und Menschen haben Geld investiert und wir haben bis heute nicht mehr die 20.000 gesehen. Wir werden sie sicherlich in Zukunft wieder sehen, aber das kann dann wirklich sehr, sehr lange dauern. Dementsprechend einfach bitte aufpassen. Ja, dann haben wir hier den Open Interest bei Bybit ist auf einen Rekordwert gegangen und das ist nur für diese Plattform selber. Grundsätzlich ist es so, dass der Open Interest ja recht gleich geblieben ist. Die Daten kommen von dem Informationsdienst SKU und ja, bei Bybit auf der Börse Bybit ist es am 14. Juli auf ein Rekordhoch von 434 Millionen US-Dollar gegangen und
Hier sind nicht nur Bitcoin Open Interest dabei, sondern auch EOS, Ether und Ripple. Und das ist immer also es kann einen negativen, aber auch einen positiven Grund haben. Open Interest sind ja, wie gesagt, offene Positionen, die aber gegen den Preis von Bitcoin sein können, aber auch für den Preis, dass er steigt. Und grundsätzlich ist es immer sehr gut, wenn so Open Interest steigt, weil es einfach bedeutet, dass Menschen sich ja, dafür interessieren, Menschen auf den Markt kommen, ihre Positionen öffnen. Und grundsätzlich ist das kein schlechtes Zeichen. Heißt aber nicht, dass Bitcoin sofort sich verdoppeln wird oder um 10% steigen wird, weil es eben halt auch Menschen gibt, die darauf setzen, dass der Preis sinkt. Und somit grundsätzlich tut es aber Bitcoin gut und ist ein Zeichen, dass immer mehr Menschen dazukommen. Und das ist auch, was der Mitgründer Ben Zhu von Bybit eben halt sagt, dass es schlichtweg durch den Zuwachs der neuen Nutzer auf der Handelsplattform kommt und dass man sieht, dass eben halt immer mehr Leute ein Konto eröffnen und entsprechend Positionen öffnen. Also grundsätzlich, das ist ja das, was wir am Ende des Tages wollen, dass immer ein höheres Interesse für den gesamten Kryptomarkt stattfindet. Ja. Und hier ist auch noch mal eine Statistik mit Open Interests auf den verschiedenen Börsen wie Kraken, Bakkt, OKEX, Bitfinex, Binance etc. Und man sieht einfach, dass es relativ stabil ist. In dem Falle war es jetzt bei Bybit, wo es eben halt hier angestiegen ist. Aber man sieht, dass es minimal, wenn man den gesamten Open Interest Markt nimmt. Ja, und als letztes habe ich dann auch noch mal eine ja, aktuellere Statistik, die ja immer vergessen wird, wenn man über den Kryptomarkt redet. Die Blockchain-Wallets laut Statista steigen weiter an. Und man darf immer nicht vergessen, diese Wallets, natürlich haben aus Sicherheitsgründen einige Leute zwei oder drei Wallets. Dementsprechend entspricht das nicht dass 50 Millionen Menschen nur ein Wallet haben. Es gibt ja auch Firmen, die Wallets haben und mehrere Wallets haben. Nichtsdestotrotz, die Entwicklung ist unaufhaltsam und man sieht einfach, dass wir hier seit Mitte 2018, drittes Quartal, beziehungsweise sagen wir mal zweites Quartal 2018, haben wir eine Verdopplung gesehen. Und das sind nur 2 Jahre. Sprich, wenn man jetzt sagt, dass dieser Weg so weitergeht und sich ja auch ein wenig noch beschleunigen wird, umso mehr Menschen sich dafür interessieren, dann könnten wir in 2022 insgesamt circa 100 Millionen Bitcoin bzw. Blockchain-Wallets in diesem Falle sehen. Und das ist auch ein Indikator dafür, dass sich immer mehr Menschen dafür interessieren und wird schlussendlich dazu führen, dass eben halt auch der Kryptomarkt sich gut entwickeln wird. Und das ist ja das, was wir oder diejenigen, die jetzt hier auch dazuschauen, hoffentlich ja alle wollen, dass sich das alles in gute Bahnen entwickelt. Und dementsprechend wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Kryptoschnack-Kanal folgen könnt und auch einen Daumen da lasst. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Danke fürs Dabeisein. Bis dann. Tschüss.